Hey Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Handwerksgewinnspiel. Ja, neues Gewinnspiel, neues Glück. Also dieses Mal wieder mit einer guten alten klassischen Schätzfrage, wenn man so ausdrücken möchte hier. Und zwar geht es um ein Level. Die Gewinnspielfrage lautet dieses Mal nämlich: Was tippt ihr denn, wie viele Erfahrungspunkte, wie viele EPs fehlen mir hier auf der Farm noch auf Level 90. Es sind zwischen 5 und 10 Millionen. So viel kann ich sagen. Mehr sage ich allerdings dann nicht. Also ich bin schon gespannt, wer das Video nicht gesehen hat und dann tippt 13 Millionen oder 2 Millionen 432.000 irgendwas. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall bin ich gespannt und natürlich dann die drei, die am nächsten, also exakt tippen. Wenn das wer schafft, dann friss ich einen Besen. Oder verschenke alles, was ich habe. Nee, sag ich lieber nicht. Zum Glück hat es zum Schluss noch wirklich wer. Auf jeden Fall die dreijenigen, welche am nächsten ans richtige Ergebnis herantippen, gewinnen dann jeweils ein Handwerksprodukt nach Wahl. Was immer euer Herz dann also begehrt, wenn ihr gewinnt, könnt ihr also aussuchen, was auch immer. Kann also von ein Brötchen hin zu einer Apfelmarmelade oder was Gutes wie Yellow Coconut, Mango, Orange, Smoothie, Zitronengas, was auch immer, was ihr denn möchtet. Gewinnen eben die Trainings, welche am nächsten das richtige Ergebnis herangetippt haben. Ja, wo könnt ihr teilnehmen? Und zwar euren Tipp plus auch euren Famarama Ingame Nicknamen, dass wenn ihr gewinnt, ich weiß, okay, der und der, da will er das Handwerksprodukt haben. Auf die Farm, also auch euren Ingame Nicknamen. Auch mit in die Kommentare schreiben, entweder auf YouTube, wie gewohnt unter diesem Video, euren Tipp. Oder wenn ihr vielleicht keinen YouTube-Account habt oder davon nicht der größte Fan seid, gerne auch hier auf meiner Seite hier unter dem Artikel in den Kommentaren Link auch nochmal in der Videobeschreibung drin. Gewinnspiel geht dann bis zum kommenden Freitag, das ist dann der 4. September schon. Krass. 2015 bis 20 Uhr Auflösung kommt dann wie gewohnt ein bis spätestens zwei Tage später. Hier natürlich könnt ihr euch nur einmal am Gewinnspiel beteiligen, also einmal auf YouTube mit einem Famarama-Account und dann mit einem Nebenaccount auf meiner Seite nochmal, geht natürlich nicht. Gut, soviel dazu. Zum Schluss dann noch etwas Kurzes, und zwar habt ihr euch vielleicht auch an meiner Umfrage beteiligt, und zwar zu den Gewinnspielen generell. Haben sich schlussendlich dann doch einige daran beteiligt, da wollte ich ja wissen, welche Art von Gewinnspielen ihr dann schlussendlich am besten findet. Die meisten haben gewotet, schlussendlich knappe 36% für Bilderrätsel. Schätzfragen am zweitmeisten. So in etwa hätte ich es mir eh fast gedacht, das habt ihr gesehen an die Teilnahmezahlen. Kreuzworträtsel habe ich ja noch nie gemacht, auch weit vorne, sollte dann auch mal kommen. So ein Kreuzworträtsel, so ein Schwedenrätsel. Puzzle habe ich ja schon das ein oder andere Mal gemacht, wird dennoch noch ein paar gewünscht, und Wortsuchrätsel das letzte Mal, ja, hat gar keiner dafür gewotet, kommt nicht überraschend. Ja, von daher danke an der Stelle fürs Teilnehmen, und natürlich werde ich das auch berücksichtigen für die kommenden Handwerksgewinnspiele bzw. generell Gewinnspiele. Gut, soviel dazu. Jetzt aber soll es gewesen sein mit diesem Video. Also nehmt gerne teil, gewinnt mit etwas Glück und freut euch dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.